Tobias ist traurig. Wieso bist du traurig, Tobias? Also der Emote ist traurig. Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick? Den Kick? Man ist für den Kick traurig, okay? Ich heule, weil es mich voll kickt. So. Kennst du das nicht, das Lied? Poppy. Kennt ihr das etwa nicht? Weiß ich nicht. Oh, das ist... Ach, 10 brauche ich davon, ups. Das ist, Ding hier, Tic-Tac-Toe. Und warum? Also. Und für den Kick, für den Augenblick? Und warum? Oh okay. Ja, Ryan ist dafür zu jung, ne? Nee, ich kenne das. Ah, okay. Deswegen ja das, oh Gott. Oh Gott. So, ich nehme nochmal einen neuen. Was, jetzt können sie wieder schreiben? Jetzt schreibt wieder niemand. Wir haben Angst vor uns. Ja, wir beißen nicht, Leute. Meinst du? Oh, ja, Ryan manchmal, ja. Die möchte einen nur immer kaputt heiraten, aber ansonsten geht's. Nee, nur dich. es gibt auch Leute, die wollen das freiwillig machen. Dich heiraten? Ja. Bist du also ich wurde. Ich wurde tatsächlich in Final Fantasy zur Zwangsheirat gezwungen. Der ist weg. In Final Fantasy? Ja. Und weil du diese schlechte Erfahrung gemacht hast, muss ich sie jetzt auch mitmachen? Ja. Sie muss ihr Trauma verarbeiten. Verstehst du das nicht? Ich dachte, du wolltest mir dabei helfen, aber anscheinend nicht. Ja, aber was kann ich denn dafür? Du solltest lieber die Leute in den Pranger stellen, die das dann damals fabriziert haben. Ja, aber ruhig doch. Versuch doch mal, die zu heiraten. Hä? Na, aber... Du kannst doch auch einfach dafür sorgen, damit es mir besser geht. Was ist das mit dir? Ist ja doch nicht aber so. Warum sollte ich das? Damit würde ich mir ja selbst auch etwas zu Leide tun, indem ich jemanden heirate, obwohl ich da kein Interesse dran habe. Ja, aber was möchtest du doch eigentlich? Freitag der 13. Ja, haben wir auch schon gemerkt hier im Spiel, ne? Deswegen ist Jack ja auch derjenige, der mich jetzt hier daten will. Wahrscheinlich wegen Freitag der 13. Ich dachte auch, okay. Ach Jana, ich geb's langsam auf. Mit der Hochzeit? Ja. Nein. Nein. Wird sie niemals aufgeben. Schade, ich habe mir schon gerade ein bisschen Hoffnung gemacht. Ich habe mit Jack geflirtet. Das ist wirklich schön. Ich weiß das zu schätzen. Guck mal, hier, Jack liebt die Natur und körperliche Aktivität. Welche körperliche Aktivität? Jack steht auf Bumsen. Jetzt ist es raus. Oh, und na, Marshall kann ich übrigens auch daten. Warum mache ich mir die Mühe überhaupt noch? Zeige na, Marshall Fruchtlikör. Warum klingt das alles so zweideutig in meinem Kopf? Wenn du es so aussprichst. Ryan darf nicht aufgeben. Irgendwann darf Ryan Toffee heiraten. Das wird so ein Running Gag. Das wird dann irgendwann kurz, wenn ich, kurz bevor ich sterbe oder sowas, lasse ich es vielleicht zu. So, wo kriege ich denn jetzt diesen Fruchtsaft her? Wo mache ich den denn? Ach, den wahrscheinlich hier links. An dem, innen bei Haus. Dem Getränkeding? Im Haus wahrscheinlich, ne? Ja. So, was haben wir denn hier so? Fruchtlikör. Warte, nee, war es Fruchtlikör? Ja, ne? Ja. Dafür brauche ich geschnittenes Obst. Jetzt muss ich mal das Obst schneiden. Och Mann. Das artet ja an Arbeit aus. Ich wollte doch nur mit der flirten. Geschnittenes Obst. Ach, ups, das sind gemischte Blaubeeren. Das ist gar kein schnittes Obst. Ups. Gehackte Nüsse. Geschnittenes Gemüse. Ich kriege ein geschnittenes Obst. Ich habe kein Obst. Leute. Haben wir schon einen Baum? So einen Obstbaum? Ich glaube Nein. nicht, nee. Wahrscheinlich kriegen wir da Obst. Guck mal, was der kostet. Ja, der ist schon schlafen. Okay. Wer ist schlafen? Der Obstbaum. Ach, der Obstbaumhändler, ach so.
dann tun wir das dem doch gleich. Und gehen ins Bett. Ist schon wieder 7:30, Leute, ne? Ist so krass. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ich krieg schon wieder Gelüste auf irgendwas Süßes. Ganz schlimm bei mir im Stream, ne? Ich krieg da immer Bock auf Süßigkeiten. Wir haben noch nicht genug fürs Haus. Shitty. Ich wusste nicht, dass wir Spaß haben. Oh, was? Wir werden gezwungen. Oh. SOS. Jetzt weiß ich Bescheid, Leute. Jetzt weiß ich Bescheid. Beim Jugendamt an. Beim Jugendamt, oh. Sind wir doch 12? Ja. Balalalalalali. Ja. Flupp. Hab's genau gesehen. Das hat einfach was weggenommen. Ich hab gelootet. Gelootet, bis die Finger geblutet haben. Tobi, ich sehe dich nur noch sehr schlecht. Ja, aber da kann ich nichts für. Da ist was mit deinen Augen. Oder was meinst du damit? Halesi, hallo! Lohnt sich das Spiel? Es macht mega Bock, vor allen Dingen Multiplayer. Außer bei Ryan, die hat ja keinen Bock. Ryan hat gesagt, sie hat keine Lust. Könntest du bitte aufhören, Lügen zu verbreiten? Ich hab nur gefragt, okay? Wir haben Spaß, hast du gefragt? Ja, es war eine Frage. Eine offensichtliche Frage. Ja, die mir an die Grenzen gegangen sind, ja. Tut mir sehr leid, aber... Soll ich tun? Tut's dir wirklich leid? Kümmert sich eigentlich jemand um die Tiere? Ja. Ah, okay, danke. Also ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber bei mir steht irgendwie andauernd, dass ich eine Verbindung zum Chat herstelle. Ja, bei mir läuft der Chat ganz normal. Ja, ich weiß nicht, kann auch an irgendwas bei mir liegen. Ja, bei mir ist auch alles gut. Und mein Stream ist auch nicht abgekackt, soweit ich sehen kann. Nee, der läuft. Dem geht's mal gut. Tutti. Mal. Oh, das ist aber echt... Also, man merkt jetzt, wir sind an einem Punkt im Spiel angekommen, wo es echt mega... Oh, das sieht schön aus. Wer hat denn die Dinger hier aufgestellt? Sieht echt schön aus, wirklich. Vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesen tollen Blumenkästen, die ich da vorne dran gepflanzt habe. Ja, also in der Verbindung, ich mag sie auch. Alles, was ich gemacht habe, ist scheiße, okay. Oh, nein. Wie kann man denn immer alles negativ auslegen? Alter, jetzt mach ich ein Kompliment, das wird mir auch negativ ausgelegt. Die Omi hier oben hat eine Quest bei den Tieren, Toffen. Ah, okay, warte, geh mal hin. Also ich weiß nicht, ob sie die bei dir auch hat, aber ja, warte, ich schau mal kurz. Quest. Nee, bei mir hat sie keine Quest. Okay. Okay. Ich darf ihnen wirklich gar nichts sagen, ne? Hä? Wieso? Ja. Okay. Mann, wieso packt ihr denn immer den Verkaufsstand schon voll? Ja, den habe ich schon wieder voll gemacht, es tut mir leid. Ja, ich hatte so viel im Inventar, ich habe gedacht, das mache ich jetzt mal. Hast du da wieder Sachen draufgepackt, die ein Gold wert sind? Ist ja alles voll, auch auf dem Marktplatz. Hä, wieso ein Gold? Das ist 20 oder 30 Gold wert. Also hier haben wir was mit 8 und ich habe etwas mit 30. Dann nimm es halt weg und pack deins drauf, ich habe es verstanden. Kleinvieh macht auch Mist. Schon mal was davon gehört? Nein, aber es dauert halt. Was ist dieses Kleinvieh? Ein kleines Vieh halt. Also, kannst Bäume kosten 450. Nicht. Und brauchen ewig zum Wachsen. 450? Wir brauchen aber 2000 für die Hauserweiterung. Ja, wir sparen jetzt aufs Haus. Ja. So, wie viel habe ich jetzt noch im Inventar? Oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Ich muss das Zeug wegmachen. So, weg damit. Ups. Jetzt habe ich weggemacht, was ich nicht wegmachen wollte. Oh nein, ich habe wirklich was weggemacht, was ich nicht wegmachen wollte. 25. Oh, was war denn das? Ah, jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Was war das? Ah, Kupfer. Aus Versehen weggemacht. Wollte ich im Inventar behalten.
Kupf er und Kupf sie. Ach, das ist lustig. Was? Ich bin gerade ein Eis. Ein Eisblock gewesen. War sehr lustig. Oh, ich habe jetzt aber wirklich Lust zu dekorieren, Leute. Dann soll ich ein bisschen dekorieren hier? Mach mal die Tine Wittler. Aber das kostet Geld, oder? Nee, kostet nicht. Nee, nur Material. Okay, Moment. Oh, guck mal. Oh, mache ich das schön. Bin stolz auf mich. Ja, wieso kann ich das jetzt hier nicht? Auch weil die Blumenkästen da stehen. Hä? Das ist ja kacke. Ach nee, ah, ich kann das so verschieben. Mit dem rechten Stick. Okay. So. Oh, schön. Toffi, schön. Schön machst du das. Schön. Ich muss mich selber loben. Oh, jetzt verbrauche ich unsere ganzen Steine. Aber davon haben wir genug. Wow. Findest du das nicht auch schön? Das ist halt echt schön. Siehste? Ja, die Steine finde ich auch richtig süßi. So, was machen wir hier in der Mitte? Sollen wir es doch mal bei dem Sandweg belassen? Dann mache ich den Sandweg nämlich weiter. Oh, warte. Ups. Ja, ich komme da nicht durch. Da kann man ja gar nicht durchlaufen. Es sieht schön aus, Jana, aber man kann leider nicht durchlaufen. Ey, das ist ja scheiße. Ach, Manno! Ja, das konntest du nicht wissen, aber trotzdem. Ja, das ist wirklich doof. Ey, guck mal, aber wie schön das jetzt aussieht hier. Voll die schöne Farbe. Ja. Wir könnten jetzt noch einen Zaun drum machen, oder wirkt das zu wuchtig? Nein, geh weg mit deinen Zäunen. Auf jeden Fall sollte der Zaun unten offen sein. Das ist nicht so schön. Entschuldigung, aber ich denke doch nur an die Gemeinschaft. Und wir denken an Coral Island. Du denkst nur daran, wie du uns quälen kannst. Gib's doch zu. Wir könnten den Steinweg jetzt noch einmal drumherum machen vielleicht. Sieht das nach was aus? Lauri, dann spielst du aber mit. Siehste? Lauri, komm Zäune dazu. Sind doch so toll. Siehste? Siehste? Wir haben noch Platz, Lauri. Chat und ich, wir verstehen Lauri, uns. Live-Chat, Live-Chat. Live-Chat. Weiß nicht, sollen wir den Steinweg nochmal hier einmal drumherum machen, um es abzuschließen, oder sieht das hässlich aus? Weiß ich nicht, probier mal aus. Teste es. Ich probiere es, okay. Weil wenn du es abbaust, kriegst du ja eh die Materialien wieder von daher. Versuch, mach klug. Aber das heißt doch gar nichts. Aber dann sieht es halt wenigstens stimmig aus, weil so endet der Steinweg halt irgendwo im Nichts, weißt du? War Fummelarbeit hier. Fummelst du schon wieder? Ja, ich fummel immer. Voll der Fummler. Die war noch von der Nummer vom Jugendamt. Ich frag meinen Freund. Stufe 9. Hm? Unsere ganzen Steine. So. Wie sieht das jetzt aus? Ich finde, es stimmt sogar tatsächlich. Es sieht stimmig aus. Ja, ich mag's. Ja. Nice, Leute. Nice. Hast du fein gemacht. Dankeschön. Ja, endlich krieg ich mal dekorativ was hin. Ich bin voll die Null in dekorieren eigentlich. So, soll ich noch mit dem Dreamlight Valley klappt es doch auch. Bei was? Mittlerweile. Bei was klappt's? Dreamlight Valley. Nee, das sieht aus wie hingekackt. Ach, ich finde, du hast dich schon ganz gut gemacht. Wie kann ich denn meinem Tier. Hä? Ach so, keiner hat meinen Bruder gestreichelt. Ist ja doch dein Bruder. Du hast gesagt, wir sollen die Finger von ihm lassen. Hä? Alles andere war geregelt, nur das Streicheln nicht. Jetzt kommst du. Das ist aber echt doof, dass man da nicht durchgehen kann, ne? Ja.
Das ist echt beknackt. Ja, sonst okay, pack sie woanders hin. Personalisierungsspiegel, Leute! Ja. Was sollen wir denn hier hinmachen? Willst du deinen Charakter ändern? Ja, zum Beispiel. Okay. Wobei, ne, ich weiß nicht, ob die hier draußen wirkt. Eher drin, ne, wenn das Haus erweitert ist. Ins Messi-Haus. Noch mehr rein. Noch mehr Ryan? Nein. Ah. Oh, ihr wollt noch mehr von mir? Okay, hallo. Na, wie geht's? Ja, noch mehr von dir. Mal einen dekorativen Heubündel machen. Ach, den kann ich ja dir gar nicht hinstellen. Ach, kann ich ja nur... Ach, Mist. Schade. Ryan. Ich werde doch bald eine Ariel sein. Ja. Ja. Eine laufende Ariel. Gut, dann machen wir das jetzt einfach so. Warte mal. Kann ich das jetzt hier umändern? Ja, ne? Das kann ich umwechseln. So, bewegen. Ich will das jetzt hier hübsch haben. So. Und hier auch. Ich versuche jetzt, das alles hier dekorativ schön hinzubekommen. Wenn es am Ende scheiße aussieht, dann, dann ist das so. Warte mal. Ach, den muss ich noch ein bisschen nach oben versetzen. So. Die Maschinen können wir irgendwie seitlich hinmachen, tatsächlich. Vielleicht. Vielleicht wirkt das besser. So ein bisschen. Ich bin irritiert, ob das gut wirkt. Ja, eigentlich bräuchten die Tiere auch noch so eine Wiese oder so, oder? Ja, eben. Habe ich auch gedacht. Aber im Tierbereich kannst du tatsächlich nichts machen. Die brauchen keine Wiese. Die sollen sich nicht so haben. Die sollen froh sein, dass sie da sind. Oh, jetzt bist du aber gemein hier. Ja, ich war nicht nett. Habe ich nie behauptet. Peter, Peter. Peter. Peter Pan. Peter von Frost da. Genau. Nom nom essen. Frosta ist für alle da. Und dann das Huhn. Und Frosta. Hm. Nee, das wirkt so nicht. Ich will das so ich nicht. Ich verfüttern nee, ich einfach, anders machen. Einfach Toffis Bruder ans Huhn. Toffi mag das. Jetzt abgesegnet. Die sind nicht gleich, Leute. Das funktioniert so nicht, wenn die so aussehen. Mein innerer Monk nervt mich da. Was für ein innerer Monk? Ich wollte gerade sagen, du hast doch so einen Monk. Doch, bei sowas schon. Guck dir mal an, wie das aussieht hier. Guck mal im Stream, bitte. Ich kann die nicht gleichmäßig auf eine Höhe bringen. Das ist doch scheiße. Wann hast du einen Monk? Das ist kacke. Guck mal, wenn ich ihn jetzt nach vorne versetze um eins, oder den anderen besser gesagt nach vorne versetze, sieht das auch kacke aus. Guck, dann sieht das blöd aus. Ja. Das ist doof. Oder vielleicht, wenn ich jetzt so ein bisschen... Das ist so die Kochstelle, weißt du? So, hier wird gekocht. Und das Ding... Dann noch hier so nach vorne. So. Der Kochbereich. Hier ist auch noch ein bisschen was Kochmäßiges. Ich weiß ja auch nicht, ob manche Sachen dann vielleicht drin noch Sinn machen. Wenn Platz ist. Ja gut, aber drin haben wir sowieso erst recht gar keinen Platz. Ja, wenn es ausgebaut ist vielleicht. Also. Nee, ich habe gerade gelacht wegen dem hier. Weil das hier so komisch wirkt. Weil es so schön ist. Vielleicht das Sägegedöns hier hin. Warte mal, hier der Baubereich. Den Baubereich hier hinpacken. Oh, das ist alles nicht... Guck mal, das passt alles nicht zusammen. Das macht doch irgendwie das schöne Feld kaputt. Ja, schon, hast recht, ja. Vielleicht hier unten in die Ecke? Geht das hier? Warte, ich komme. Wo meinst du? Weiß ich, hier dieses hier? Kann man da noch was hinstellen? Hier ich unten? Kann nur noch nee. Hier, wo ich jetzt gerade bin. Ah, okay. Danach hört es auf. Hm. Oder hier halt, auch. Hier in dem Bereich vielleicht. Hier so. Weil die Maschinen sind halt auch nicht so hübsch, ne? Die sind halt nicht dekorativ irgendwie, nicht so wirklich besonders.
Den Kessel, den können wir auf jeden Fall drüben mit hinnehmen. Der ist schick. Der kommt in den Kochbereich. Ja, der ist auch so richtig feenhaft. Ja. Das andere ist halt so normal. So. Puffy, hast du eigentlich Haustiere? Ja, zwei Katzen, genau. Entschuldigung, habe jetzt gerade ein bisschen so zu sehr mich mit dekorativem Zeug beschäftigt, dass ich da jetzt nicht dazu gekommen bin, so an, auf den Chat zu gucken. Aber ja, ich habe zwei Katzen. Meine erste Sache auf Stufe 10. Zahlt mir davon. Nice. Ach, das ist auch wieder so. Ach, warte. Ich bin unzufrieden. Mein Rucksack ist voll. Wie kann das sein? Ich habe versucht, uns einen schönen Kochbereich zu machen, Leute, aber ich glaube, ich bin ein bisschen noch unzufrieden. Wir müssen noch mal drüber nachdenken. Es ist nicht finalisiert. Wir müssen da noch mal drüber nachdenken. Aber es ist ordentlich. Ja, wenigstens das. Du hättest im Übrigen das Hausding kaufen können, ne? Oh, stimmt. Okay. Wir haben ja wieder 2000 mittlerweile. Oh, cool. Ups. Kann man das wegmachen? Also wenn du... Er wäre noch da. Nee, ich bin gerade mit Dekorieren beschäftigt. Jetzt bin ich gerade im Modus. Okay. Das mache ich am nächsten Tag. Ja, jetzt gehen sie auch alle. Ach, man kann den Boden unter den Dingern auch nicht wegmachen. Oh, das ist nervig. Aber da geht's noch, okay. Da geht's auch noch, okay. Dann ist gut. Wieso kann ich das da nicht hinmachen? Ah doch, es geht doch! Oh, Schwein gehabt. Hui. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch das hier wegkriegen. Zurückholen mit ZL. Ja! Unser Kochbereich ist fertig, Leute. Outdoor fein. Kitchen. Hat so fein gemacht. Ja, ich war dekorativ heute. Oh. Oh. Ja, ich ist gerade voll im Modus. Ich habe voll darauf geachtet jetzt gerade wieder. Oh, meine Cam ist übrigens mega gelb. Ich weiß nicht wieso. So, machen wir mal ein bisschen anders hier. Nicht, dass ich überbelichtet bin hier. Unterbelichtet bin ich ja eh schon. Was hast du jetzt gesagt? Du wolltest es doch auch gerade sagen. Ja. Nein. Ich glaube auch, Brian. Das lasse ich mir jetzt hier nicht unterstellen. Halt, stopp. Weder unter noch überstellen. Ich muss noch mal ganz kurz genau. Was trinken. Ganz genau. Leute, trinkt was. Es ist warm, immer schön trinken. Ich hab nichts mehr. Ich habe auch gerade getrunken.